Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus Corfair und um den Mob, wo es sich drum dreht. Der befindet sich schon neben mir, und zwar Finsterpranke. Und diesen Finsterpranken-Mob, den müssen wir mit ein paar Pilzen füttern. Wir befinden uns hier in Corfair auf den Koordinaten 42, 32. Und wenn ihr ein Addon habt, wie ich, das sich Handy Notes und Handy Notes Shadowlands schimpft, dann habt ihr hier auch schon so ein kleines Symbolchen. Wenn wir darüber fahren, seht ihr, sammelt 10 leckere Schlundpilze von einem invasiven Schlundpilz und füttert 10-mal Finsterpranke damit, um das Reittier zu erhalten. So im Schnelldurchlauf funktioniert das Ganze. Wo sind jetzt diese ganzen Pilze und wie kriegen wir die am besten? Es ist so, dass es hier verschiedene Sets an Kisten in Corfair gibt. Und es gibt einige Sets von invasiven Schlundpilzen. An den verschiedenen Stellen, wenn ich jetzt hier drüber fahre, sehe, das leuchten die mal auf, kann jeweils eine von diesen invasiven Schlundpilzen sein. Die kann man einfach quasi anklicken und looten. Und wenn ihr Glück habt, ist dann dementsprechend ein leckerer Pilz drin. Die Kisten könnt ihr jeden Tag quasi einmal mitnehmen. Heißt, man läuft halt, wenn man die Dailies vielleicht macht, einmal komplett rum, versucht alles mitzunehmen. Ihr seht dann, dass ihr alle habt, wenn ihr Handy Notes bzw. Handy Notes Shadowlands habt und das hier angehakt habt, dass die Kisten verschwinden auf der Map. Ne? Also wenn ihr die richtige Anzahl gelootet habt, verschwinden die auf der Map, und wenn die ganze Map quasi ohne Kisten ist, dann habt ihr das Nötigste getan, um quasi die zu bekommen. Ihr bekommt nicht immer so einen Pilz raus, sogar relativ selten. Also bei mir hat es jetzt, glaube ich, 3-4 Wochen gedauert, bis ich tatsächlich meine 10 Pilze zusammen habe. Die müsst ihr übrigens nicht sparen, ihr könnt die theoretisch sofort abgeben. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ich habe jetzt noch 3 rumliegen und ihr seht, hier steht dran 7 von 10. Beziehungsweise es gibt auch eine Möglichkeit, das kann ich euch auch zeigen. Es gibt auch ein Makro, das ich euch in die Infobox poste, beziehungsweise wenn ich es vergessen sollte, auf WoW-Head, das werde ich mir euch auf jeden Fall verlinken. Da könnt ihr es dann euch auch raussuchen, falls ihr das nicht mit dem Addon machen wollt. Wenn wir das Makro eingeben, dann sagt er mir quasi, wie viele Pilze ich schon abgegeben habe. Gut, wenn wir das jetzt gleich machen, ich zeige euch das mal, wir können dem quasi so einen Pilz geben, ne? Dann wacht er auf, will den Pilz futtern und er nimmt mich hier mit. Soweit ich das verstanden habe, ist es so, dass wir nicht die 2 Minuten abwarten müssen, ne? Wir gucken jetzt einmal, ich habe jetzt hier 8 von 10, wir drücken das jetzt mal weg. Und dann können wir das theoretisch gleich wieder machen. Hoi, ich bin immer noch auf dem Mount. Okay, weird. Achso, ich muss hier einmal raus. Okay, man kann da auch absteigen. Wenn man Buff wegdrückt, das bringt gar nichts. Wichtige Information, vielleicht bei dem einen oder anderen kann sein, dass es buggt. Und zwar hängt es damit zusammen, wenn ihr in einem Raid seid, dann wird das hier nicht als Credit angerechnet. Denn das ist eine... Also das wird als Quest gewertet im Hintergrund. Und naja, Quest könnt ihr nicht im Raid machen. Deswegen, das mit dem Buff wegklicken, das müsste funktionieren. Ne, oder halt, wenn ihr da rausgeht aus der Maschine, in Anführungszeichen, das müsste funktionieren. Wenn ihr aber in der Raid-Gruppe seid, dann zählt es nicht. Und deswegen meinen viele Leute, dass man das nicht wegklicken darf und die 2 Minuten abwarten muss. So, das war jetzt der wahrscheinlich 9. Pilz, oder? Gucken wir nochmal drüber. Jetzt steht hier 9 dran und mein Makro sagt auch 9. Und jetzt haben wir quasi noch ein letztes Mal. Und dann würde ich sagen, heimsen wir uns das Mount ein. So, und ihr seht, tada, da haben wir das Mount. Also wie gesagt, bei mir hat es so 3-4 Wochen gedauert, bis ich die Pilze zusammen habe. Habe das jeden Tag gemacht, oder waren es jetzt, ja, etwa 3 Wochen waren es. Vielleicht am Anfang habe ich die Pilze nicht jeden Tag mitgenommen, also doch eine Weile. Ist halt ein bisschen eine Lacksache, ne? Und ihr braucht die Pilze auf einem Char übrigens an der Stelle. Gut, dann haben wir das Mount soweit fertig. Hier oben seht ihr übrigens so einen invasiven Schlundpilz. Manchmal ist es ein bisschen tricky, da ranzukommen. Da muss man so Bäume hochlaufen oder so ein bisschen rumhopsen. Ne? Ist jetzt manchmal nicht ganz so einfach, aber sie sind alle machbar, sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir das Mount. Ich würde sagen, das lernen wir einmal. Finsterpranke schimpft sich der. Und dann schauen wir uns den mal an. Finsterpranke. Da haben wir ihn. Und zwar von dieser Art Mounts haben wir uns ja schon 2 angeguckt. Ich finde ehrlich gesagt, das hier ist die coolste. Einmal mit einem Mount-Special hier ein bisschen mit dem, dem Fell in lila, beziehungsweise so ein bisschen pinklich gehalten. Und dann gibt es noch 2 andere Farbvarianten. Jetzt geben wir hier oben mal Cortia ein. Und dann schauen wir uns die anderen beiden ein. Einmal hier von der Ruffraktion, da habe ich ja auch schon ein Video gemacht, dasselbe in Gelb. Und dann von Malbork, das ist ein Rare, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, das Ganze in Rot. Und ja, dann sind wir quasi durch mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen.
Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.